Willkommen zurück hier bei Mugen, was macht mit mir, J-Mo und Agent York. Oh mein Gott, was ist letztes Mal alles passiert? Ja, da wurden Leute aufgeknüpft, würde ich sagen. Und wir saßen hier an diesem Stuhl fest und es ruckelt gerade gewaltig. Ich hoffe, da ist alles gut mit der Aufnahme. Deswegen wird es wahrscheinlich eine relativ kurze Aufnahmesession. Aber mal gucken, wie weit wir hier erreichen. Ja, wir wissen ja, was passiert ist. Emily hat... Ja, es kam zu einem Shootout mit Emily und Thomas. Und dann kam Willi und hat uns hier befreit, während wir hier ja festsaßen. Das können wir sonst hier noch was machen. Aber genug der Rede. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Nehme ich mal an. Ach stimmt, wir haben gar nichts. Weil wir waren ja festgenommen. Ich hoffe, wir kommen noch an unser Zeug. Da sehen wir den Uhrenturm. Da ist Emily, Cason, Willy, Thomas sehen wir nicht. Das Uhrwerk dreht sich hier auch nicht mehr. Oh, hey Thomas! Na, wie ist die Luft da oben? Immer schön hängen lassen alles. Oder wie heißt dieser komische Spruch? Einfach mal die Seele baumeln lassen. Ja, ist geschmacklos, ich weiß. Was sagen unsere Freunde dazu? Hey! Hey? York, are you okay? I'm fine. Got to spend some quality time with Zach. I heard gunshots. Did you get our man? Hat ihn noch nicht gesehen. York, Thomas is dead. I shot him. He tried to kill me. Thomas. I suppose that this is the fate you talked about. But Emily, what about the murderer? I just told you I had to shoot Thomas. Thomas's actions may have surprised you, I understand that. But our job is to catch the killer, isn't it? You didn't let the killer get away. York, are you saying that Thomas was not responsible for the murders? What? That makes no sense. Oh doch. Das macht Sinn. Emily, are you out of your mind? Thomas was certainly neck deep in this. But he didn't kill the girls. He has concrete alibis for all three murders. He also doesn't have the reverse peace symbol on his back. These are basic facts that for sure you haven't forgotten. Then who? I need you to be strong, Emily. If Thomas is not the killer, then there is only one other possibility. The only one with free access to the department files and doesn't have an alibi at the time of the killings. Love G himself. Oh, George? Nein. George is the killer? And since when did you start thinking this? I wasn't sure to start with, but you saw the pictures, right? In that secret room in Carol's bar. That was when I became 100% positive. But George didn't have the tattoo on his back. Ah, right. He doesn't have a tattoo on his back. But there is a pattern there. What do you mean? Emily, I'm not saying that the pattern was the tattoo. Remember what Harry said. There isn't a single thing that can maintain its shape for eternity. And George's back is a perfect example. Hey, you two! Could you explain this so I can understand what's going on? Emily, come in. Emily here. I've rescued Agent York from the clock tower. Thomas is dead. I was forced to shoot him. I see. And you two are both all right? York is a little weak, but we're heading back to the department now. Okay. I'll do the same. Und nu? Emily, George is a friend of yours, isn't he? Yes.
then what we are about to do is going to be tough to deal with. Are you willing to go through with this? York, I'm Deputy Sheriff. This might be a small town, but I take pride in that. It's my duty to make sure that we catch all the bad guys in Greenville. Even if it means facing an end that I would never have hoped for. Okay. Then let's get moving. This case is going to end at the Sheriff's Department. This is madness! Willie, come on, let's go with him. Chickening out now would be like leaving after eating the appetizers. Also doch. Es war, oder es wird zumindest angenommen, dass es George ist, der Mörder, der Regenmantelmörder. Dann ist natürlich die Frage, kann er sich daran erinnern? Ich meine, das ergibt schon ein bisschen Sinn, jetzt wo man nochmal drüber nachdenkt. Damals bei, wie hieß nochmal die Schwester der, Becky? Ah, wie heißt sie denn? Na, auf jeden Fall die Besitzerin der Galerie. Da war George ja auch gerade irgendwie nicht richtig bei Sache, als man zu ihm gegangen ist und so, dass er das irgendwie verpasst hat, weil er es wahrscheinlich getan hat. Und seine Bemühungen, die aufzufangen, sollten das vielleicht kaschieren. Schließlich hat er auch befohlen, bei Becky den Stecker zu ziehen quasi. Aber vielleicht hat er auch eine gespaltene Persönlichkeit, aber na gut, bei so viel Misshandlung, wo ist denn da der Schuldige zu suchen? War es die Mutter? Und deswegen auch der Hass gegen Frauen? Würde Sinn machen, irgendwo. Tja. Aber was sagt uns das? Keine Kinder misshandeln, die generell niemanden misshandeln. Also, das ist schon mal schlecht. Sollte man nicht tun, sonst erzieht man oder hat es dann später mit Serienmördern oder sonstigen Soziopathen, Psychopathen zu tun. Also bitte Vorsicht walten lassen. Und sowas einfach nicht tun. Danke. Danke so viel dazu. Wie es jetzt hier weitergeht, zum Sheriffbüro fahren, mit George sprechen, dann ist alles vorbei. Ich meine, Carol lebt ja auch noch. Emily ist auch noch am Leben, obwohl sie auf dem Bild war. Und das macht schon irgendwie Sinn, weil George hat sich verändert, hat es auch bei Emily versucht, hat es nicht geschafft und vielleicht seine ganzen Bemühungen, deswegen hat er es bei den anderen nicht mehr versucht. Mal schauen, wie es hier weitergeht, das Lied von Regen und Gewitter. Emily, I'm going in from the front. You secure the back. Okay. What should I do? Kaysen, stay at the entrance. No, don't cut me out now. If this was a movie, I'd be some minor nameless character. And I thought I was the cheerful sidekick that helps solve the case. Case? Solve the case with Kaysen. Das wäre doch eine lustige Serientitel oder so. Und natürlich, das Polizeirevier ist in der Anderswelt natürlich grauenhaft. Und draußen war es Nacht oder irgendwie schwarz. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommen die ganzen Zombie-Polizisten, die wir ja schon so zu oft gesehen haben. Also, wieder einmal das Sheriffbüro. Doch diesmal anders. Ein Zug lässt uns Klarheit schaffen und das Profiling starten. Wie immer, ne? Jetzt sehen wir gleich die Bilder wieder im Gesamtkonzept. Vielleicht ist das hier die letzte Ruhestätte für Carol. Da ist der Regenmantelmörder. Wie kann man ihn sehen? Der sagt irgendwas. Das müsste Carol sein. Die kann es ja nicht sein. Oh Gott. Aber warum bringt er sie denn alle um? Dieses komische Zeichen. Das verstehe ich noch nicht. Es können nicht so viele Beweise sein, vielleicht zwei. Zu viel Rauschen. Ich muss ein paar Beweise finden. Zack, I thought we might get a warm welcoming. Tja, niemand da? Ich hoffe, wir haben jetzt unsere Sachen wieder, sonst wäre das irgendwie doof, wenn wir da so ein bisschen, naja, nackt dastehen.
Da sie nichts mehr tragen können, Verbandskasten. Da sie nichts mehr tragen können, wurde Verbandskasten. Achso. Ja, ich, danke. Ich bin halt nicht mehr drauf angewiesen. Episode 4. Der Thron des Abgrunds. Da, jetzt haben wir wieder unseren Schraubenschlüssel. Aber ein Blick auf die Karte, der hilft nämlich hier immer. Kann man sich viel besser orientieren, auch wenn die Karte so kleinteilig ist. Also kleinteilig im Sinne von, dass man da nicht wirklich gut rauszoomen kann, um einen guten Überblick zu verschaffen. Hier geht es zum Sheriffs Büro. Vielleicht gibt es dahinter ja auch noch eine geheime Kammer. Man weiß es nicht. Hier geht es auf jeden Fall runter. Können wir hier... Ne, können wir nicht. Ich dachte, wir könnten auch die Karte wechseln. Na gut. Hallo? Ist hier jemand? Keine Menschenseele in Sicht. Ich bezweifle allerdings, dass es überhaupt eine Seele hat. Wie es? Was meint denn der damit? Da kommen wir nicht durch. Oh, hier sieht es doch eigentlich relativ gemütlich aus. Aber erinnert schon sehr von so auch von den Wänden so ein bisschen schon an Silent Hill. Damals. Erinnert mich, ja, ist halt schon ein Silent Hill Teil. Emily wird sich darum kümmern. Ich hoffe aber, dass wir selbst damit fertig werden, Zack. Tja, Emily kommt auch noch ins Kreuzfeuer wahrscheinlich. Da müssen wir sie retten. Ich dachte, da oben wird schon wieder irgendwas sein. Erstmal hier durch. Oh, Anna! Die Einzige, die uns hier irgendwie noch versucht, irgendwo hinzuleiten. Leiten. Versucht uns irgendwas mitzuteilen. Wir hören Zombies. Wir hören verdammte Zombie-Polizisten. Wir kommen hier nicht durch. Doch, wir kommen hier durch. Was ist hier auf dem Schreibtisch? Cracker. Cool. Muss ich gleich mal einen nehmen. Kann nie genug Crack in der Tasche haben. Cracker natürlich. Was? C'est le bureau de Emily. Je ne veux... Plus je prends de risque. Das ist wahrscheinlich Emilys Büro oder Arbeitsbereich. Verdammt nochmal, warum ist der auf Französisch? I don't get it. Andersrum interessiert es mich natürlich immer noch, warum zum Teufel hat eigentlich Henry ein Bild von Dingens gehabt? Von den ganzen Göttinnen des Waldes. Aus grauer Vorahnung oder irgend sowas? Speichern. Mache ich jetzt mal nicht. Schau mir aber Schlüssel zum versteckten Raum. Da drin ist etwas. Dann nehmen wir mal den Schlüssel zum versteckten Raum. Flughafen. Raum, Flughafen. Hm? Oh Mann. Wie offensichtlich dieser Schlüssel da drin versteckt ist. Der ist nicht versteckt, der ist nur der Schlüssel zu einem versteckten Raum, von da passt er schon. Dann lassen wir uns mal von einer Profilermittlung berauschen. Na, komm. Das wird uns ein bisschen Klarheit verschaffen. Profilerstellung. Starten. Da sehen wir, wie er reinkommt, rausgeht, von irgendwo. Jetzt knallt er gleich ihren Kopf auf die Tischkante, so wie es aussieht. Also, hier. Das sieht schmerzhaft aus. Und jetzt müssten wir hoffentlich mal wieder ein paar andere Bilder... Ja, man sieht einfach nicht, was er da macht. Nur das als Zeichen hier. Dieses komische Zeichen zu dem geheimen Raum. Und natürlich sucht jemand im Sheriff-Büro. Oh, oh. Ist hier gar nichts. Okay. Ganz cool. Wir bleiben cool. Hier ist nichts. Hier ist vielleicht was. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Zack. Ich höre hier doch noch irgendein Schweinchen. Der Schlüssel für Zelle Nummer 1. Nimm ihn mal mit. Schlüssel für die Zelle Nummer 01.
Hier muss noch irgendwo ein Wildschwein sein. Man kann es ganz deutlich hören. Wie es lacht. Probleme? Schraubensch... Oh, da... Hallo? So. Jetzt hat er mich trotzdem erwischt, leider. Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen. Aber in den Kasten kann ich die Stange doch noch packen. Ey, Schluss hier mit dem Karneval. What do I do? Keine Ahnung, was du tust. Kriegen sich echt nicht unbedingt... Oh, da kann ich rein? Wusste ich gar nicht. Dose mit angemacht, Hum. Da hat jemand Blähungen, ey. So, hast du mich gesehen? Schraubenschlüssel hoffentlich auch. So, mit deiner Pumpgun. Bisschen konnte man sich da schon vor erschrecken. Obi, Schlüssel vor. Für Zelle Nummer 2. Ich würde gerne mal aufmachen. Oh, wie süß, ein Verbandskasten. Aber den können wir gleich mal mitnehmen, wenn wir den erstmal hier benutzt haben. Objekte. Verwenden. So. Nehmen wir den gleich mal mit. Können wir den ja... Können ja ihn gleich gebrauchen. Hier können wir leider nichts mehr angucken. Auch kaputt hauen können wir das auch nicht. Den Spiegel. Ja, jetzt muss ich mal kurz einen kurzen Blick auf die Karte werfen, um festzustellen, ob ich... Ja, jetzt kann ich wieder hier überall rein. Wir werden uns auch hier nochmal komplett umsuchen. Auf der oberen Etage. Oh, jetzt habe ich vergessen zu gucken, ob wir... Da stand irgendwas mit George. Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt. Ja toll, wir hätten jetzt auch noch hier hinrennen können. Das sollten wir auch noch machen. Also, Kommando Retour. Laufen wir nochmal zurück. Eine Zeit! Da sind Toiletten, da komme ich nicht rein. Komme ich aber rein. Hey, was habt ihr denn da auf die Tafel geschmiert? Explode. Exploit. Und hier habe ich mit dem Mistkerl Mittag gegessen. Jetzt müssen wir die ganzen Schlüssel unerklärlicherweise sammeln. Eine einzigartige Handschrift. Von wem ist sie? Von Thomas? Ah, oh, Leute, seid mal ein bisschen leise. Kann man sich ja gar nicht mehr konzentrieren. Der krabbelt hier entlang. Nehmen wir Kaffee mal mit. Hey, nicht auf die Tafel kritzeln, habe ich gesagt. Finger weg. Schmieren, Komödiant, ey. So, hier gibt's auch nichts mehr. Hier sind vermisste Leute. Können wir aber nichts machen. Also wieder raus. Laufe ich zurück. Zu dem freundlichen Mann hier, der gerade aus dem Boden geschossen kam. Was? Ich kann nicht in die Küche. Jetzt bin ich ein bisschen verletzt. What do I do? Ja, du hast mir hier den Weg versperrt und wolltest mich anknabbern oder so. Noch ein Schlüssel. In den Storage rein. Oh Gott, und jetzt sind hier... Alter! Jetzt sind hier überall... Regenmäntel. Ein perfektes Indiz dafür, dass wir dem Mörder auf jeden Fall auf der Spur sind. Ja, 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 lass mich doch mal was hier nehmen. So, dann... Oh, ich kann nichts mehr tragen. Och, naja. Wer braucht schon Schaufeln? Truthahn-Sandwich nehme ich aber auf jeden Fall noch mit. Das ist Munition, die brauche ich nicht. Das ist hier. Die kann ich mitnehmen. Trop evident. De inquire pas mis
docteur Envege. Was? Warum ist denn das auf einmal Französisch? Das muss die Albtraumwelt sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Französisch ist hier die, keine Ahnung, Teufelsweltsprache scheinbar. Ich glaube aber, wenn ich das so lesen kann, ist das trop evident. Das heißt irgendwas, wahrscheinlich Beweisstück. Du passt Mr. Coupable en was occupère de ton casse. Wer das lesen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wüsste gerne, was da steht. Gut, mit dieser Geste werden wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wiedersehen. Wenn wir dann in die unteren Geschosse gehen und natürlich noch ins Archiv. Bis dann. Bye, bye.